das dürfte der Film dann wahrscheinlich so im Großen und Ganzen gewesen sein. Was jetzt die Schändung in diesem Fall betrifft, weiß ich nicht. Wobei, der Schwarz da auf der Haut ist eigentlich schon ziemlich grauslich. Anyways, Moskitos sind unerträgliche Plagegeister oder wie wir sie bei uns nennen, Gössen. Aber wahrscheinlich geht's dann in dem Film Moskito der Schänder dann doch um ein bisschen was anderes. Immerhin kann ich mir nicht vorstellen, dass man Werner Pochert als Gelse so wahnsinnig ernst nehmen kann. Und ernst nehmen sollte man den Film wahrscheinlich schon. Also zumindest tat man das vor einiger Zeit bei der BPJM. Der Film war nämlich natürlich zwischen 1982 und 2007 in Deutschland auf dem Index für jugendgefährdende Medien, erschien aber laut meinen Informationen, Hashtag OFDB, in Deutschland trotzdem nur in der ungeschnittenen Fassung im Kino, auf Video und auf DVD. Lediglich in Australien und in Großbritannien wurden scheinbar gekürzte Fassungen angefertigt, aber seit Oktober 2018 gibt's unter dem Titel Bloodlust von Mondo Macabro in Amerika eine Blu-ray-Auswertung. Aber jetzt ist das High-Definition-Medium zu diesem Titel auch bei uns gelandet und das mit einigen verschiedenen Cover-Artworks, aber meiner Meinung nach war das mit Abstand schönste. Das wurde übrigens auch auf VHS veröffentlicht, da dann eben auch unter dem Alternativtitel Bloodlust, ist ja halt dann auch nicht die VHS-Kassette, wo irgendjemand auf die großartige Idee gekommen ist, das Wort Moskito mit einem K zu schreiben. Wirklich interessant. Aber wir bekommen hier quasi ein Bild, das offensichtlich irgendwo auf der Wand im Schlafzimmer vom Brain Bug aus Starship Troopers hängen könnte. Mehr oder weniger die schmierigen Finger des menschlichen Moskitos, der offensichtlich hier seine Beute zum Besten präsentiert, aber meiner Meinung nach ein wirklich schön gezeichnetes, wirklich grauenhaftes Cover, im positiven Sinne an der Stelle gemeint, und meiner Meinung nach hier auf der Mediabook-Veröffentlichung von Access noch dazu in absolut großartiger Qualität. Ich mag das irgendwie, wie die Farben hier zur Geltung kommen, wie auch irgendwie dieses Lederfinish das Motiv unterstützt. Das ist in meinen Augen ein wirklich schönes und vor allem auch wirklich schön aufgeteiltes Frontcover-Artwork. Dann können wir mal über den Spine, wo man, finde ich, auch sehr schön den Filmtitel lesen kann, auf das Backcover wechseln und bekommen da dann ein paar Ausschnitte aus dem Film geboten. Natürlich, wie gewohnt, auch die Inhaltsangabe zum Film, Details zum Bonusmaterial sowie sonstige technische Informationen und Details rund um diesen Release. So beispielsweise auch unsere individuelle Limitierungsnummer von den 222 Stück, die von diesem Cover B angefertigt wurden. Übrigens, interessanterweise, liebe Grüße übrigens an der Stelle in die Schweiz zu Claudio Ulrich von Multimedia Ulrich bzw. Focus Media. Er hat offensichtlich eben hier die Lizenz für den Film hergegeben. Und falls ihr euch übrigens für Ulrich bzw. seine Lizenzen interessiert, da habe ich in der vergangenen Woche hier auf Playzocker Reviews einen sehr, sehr, sehr interessanten Quarantäne-Talk mit Claudio Ulrich gemacht, wo es eben in erster Linie um Filmlizenzen und Lizenzhandel ging, was mich persönlich wahnsinnig interessiert hat und euch vielleicht auch. Im Inneren von dem Mediabook bekommen wir auf der einen Seite die Blu-ray, auf der anderen Seite dann die DVD zu dem Film, meiner Meinung nach auch hier auf der DVD ein ziemlich cooles Motiv, und finden dann im Inneren ein durchgehendes Motiv, das aber irgendwie so wirkt, als wäre es aus verschiedenen Motiven zusammengebastelt, aber dafür liegen die einzelnen Bilder, finde ich, in wirklich cooler Qualität vor, schön in diesen Streifen, wie man es von den Access Mediabooks im Inneren gewohnt ist. Außerdem bekommen wir dann ein einfach gestaltetes, aber meiner Meinung nach trotzdem recht cool wirkendes Booklet, eben andererseits mit eben dem, ich glaube, alten deutschen Kinoplakat, auch in sehr, sehr schöner Druckqualität. Dazu und dann noch ein paar weitere Bilder. Nein, bitte sag nicht, dass das die Art von Moskito ist. Oder ein Typ, der mit einem Strohhalm Blut aus Leichen trinkt. Sag mir nicht, dass das quasi der inoffizielle Vorgänger für den Vampir aus Dracula Tod, aber glücklich mit Leslie Nielsen ist. Weil das fände ich wirklich, wirklich, wirklich witzig. Anyways, wir bekommen hier in diesem Mediabook einige Informationen. Außerdem eben, wie gesagt, auch einige sehr interessante Bilder, die natürlich für die Monetarisierung hier auf YouTube dann total toll sind.
aber einfach gestaltet, meiner Meinung nach trotzdem optisch ansprechend und ganz gut gelungen. So macht das meiner Meinung nach was her. Wirklich ein schickes Mediabook, gut gelungen, aber von den verschiedenen Cover Artworks, die man eben hier im Angebot hatte, hat mir auf jeden Fall das hier vorgestellte Cover B mit Abstand am besten gefallen.